Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Haste Castle Fantasy Kingdoms. Ich werde das Spiel mal. Oh, starten. Falscher Knopf. Folge 3 machen und gleich geht es los. Ich habe schon um 7 Uhr das Spiel gedownloadet. Wollte es starten und dann stand da Serverwartung. Mittlerweile ist es jetzt kurz. Ne, 11 Uhr ist es. Eine Minute nach 11. Und jetzt ist endlich der Server frei. Ich habe immer wieder probiert, immer wieder was zu. Was ist jetzt? Ich habe auch jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube, ich gehe hier rauf. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Wir machen das einfach so. Dann so. Es fliegt ganz knapp an der Frau vorbei. Dann machen wir das auf. Und jetzt. Bam, bam, bam. Das war das Spiel. Danke fürs Zuschauen. Was ist jetzt? Angriff. Ist das denn überhaupt mein Account? Ha. Ich hoffe mal, das ist mein Account. Das werden wir ja jetzt sehen. Das sieht so anders aus. Nein. Nicht verbunden mit Facebook. Als Stefan fortfahren. Da, 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 da. Null. What? Wo ist denn? Hey, wo ist mein? Mein Account ist weg. Ach Mensch, schon wieder. Weil ich immer sowas sehe, habe ich schon gar keine Lust mehr auf das Spiel. Ja, ich ziehe rüber. Zack, rüber, da, fertig. Sachen anziehen, anlegen, so. Jetzt dem Mann die Sachen anziehen. Na, ich habe es ja sowieso nicht mehr so wirklich gespielt, das Spiel. War zwar sehr weit gewesen, aber naja, was soll's. Geht's halt wieder von vorne los. Warum verschwimmen meine Accounts wieder in letzter Zeit? Schlimm sowas. Hauptmenü. Kennt ihr sowas, wenn ihr ein Spiel spielt? Macht ein Account. Und dann auf einmal ist es weg. Ja, ja, ich weiß. Hallo? So. Muss ja alles seine Richtigkeit hier haben. So, dann werden wir nochmal den hier machen.
Juhu. Dann müssen wir auch gleich schon wieder die 10 Minuten geschafft haben. Spitzname. Kacke. Scheiße. Scheiße geht. Gut. Kacke ist verboten. Wenn ich jetzt Kacke heiße, darf ich meinen Namen da nicht reinschreiben. Die Schatzkammer auf Level 2. Kein Problem. Wird gemacht. Und fertig. Tresor auf Level. Tresor. Thron auf Level 3. Das geht noch nicht. Da habe ich so wenig Gold für. Dann würde ich mal sagen, wir greifen hier so lange an. Ach, ich habe ja noch zwei andere Kämpfe. Ah, ne, geht glaube ich sowieso noch nicht. Muss ich gleich mal gucken. Kurze Information. Ne, geht noch nicht. Nur zwei Leute. Nächster Angriff. Subi. Haben wir geschafft und Werbung. Da können wir nochmal einen Kampf machen. Super. Die 10 Minuten müssten jetzt eigentlich ungefähr rum sein. Mal die Belohnung ab. Entfernen wir das. Ach, da warten wir die eine Minute auch noch. Machen noch mal einen Kampf. Super. Ich glaube, wir müssen noch einen Kampf machen. Ja, noch mal einen Kampf. Mal die Truhen öffnen. Brauche ich doch keinen Kampf mehr. Ich mache nur einfach die Truhen offen. Dann ist die Zeit auch schon um.
Okay. Entfernen. Da oben haben wir die Schatzkammer. Da braucht der gute Mann auch was Schönes anzuziehen dafür. Bitteschön. Wie heißt der? Stefan? Stefan. Und das ist Peter. Das ist Claudia. Und hier haben wir jemanden in der Küche, die gerne kocht. Die Helga, bitteschön. Hat eine schöne Uniform noch gekriegt. Ah, das kann sie nicht anziehen, Ritterrüstung. Ist für Nahkampf nicht so gut zu gebrauchen. Aber das hier. Annehmen. Ah, geht doch. Oh, der Bogen ist auch besser. Ich habe denen gar nicht die neue Rüstung gegeben. Also ich schaue immer nur nach dem Pfeil hier. Mehr Schaden oder weniger Schaden. Und dann benutzen oder nicht benutzen. Der Ring macht Schaden. Das kann auch bei den Krieger vorne bleiben. Bei zwei Leuten ist es nicht ganz so schlimm. Platziere ein. Kampfausbildung. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Nee, ich möchte nicht mehr kämpfen. Genug gekämpft für heute. Ach, warte mal. Erstmal gucken, was für ein Ring ist das. Magierschaden. Ich habe keinen Magier. Egal. Bitteschön. Du darfst trainieren. Und ich würde mal sagen, das war's auch schon für heute. Bisschen länger wie 10 Minuten gespielt, damit wir auch das Ticket sicher haben. Oh, was ist das? Dann holen wir uns das Ticket ab und sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.